Hallo, in diesem Video geht es um lineares Wachstum. Das ist das Intro-Video, also die Einführung zum Thema. Nach diesem Video weißt du, wie man das Wachstum von Geld in einer Sparbüchse berechnet. Du weißt, wie das mit der linearen Funktion y ist gleich k mal x plus d zusammenhängt. Und du weißt, dass der Wachstumsfaktor k ist. Also los geht's! Dazu ein Beispiel. Yasin erhält von seiner Oma zum Geburtstag eine Sparbüchse, in der 30 Euro sind. Jede Woche bekommt er von seinen Eltern 12 Euro Taschengeld und gibt davon 5 Euro in seine Sparbüchse. Wie viel Geld hat Yasin nach 8 Wochen in der Sparbüchse? Dazu machen wir am besten eine Tabelle, in der du ablesen kannst, wie viel Geld Yasin nach 0, 1, 2, 3 bis 8 Wochen in seiner Sparbüchse hat. In der rechten blauen Spalte soll immer stehen, wie viel Geld Yasin nach der jeweiligen Woche in seiner Sparbüchse hat. Das gesamte Geld in seiner Sparbüchse setzt sich laut Text zusammen aus einem Teil, den er zum Geburtstag bekommen hat, nämlich 30 Euro, und einem Teil, den er immer anspart, nämlich 5 Euro wöchentlich von seinem Taschengeld. Nach 0 Wochen hat Yasin sein Taschengeld 0 Mal erhalten. Also hat er auch nichts davon angespart, 0 Euro. Nach einer Woche hat Yasin sein Taschengeld einmal erhalten und konnte damit 5 Euro davon einmal ansparen. Nach 2 Wochen hat Yasin sein Taschengeld zweimal erhalten und konnte damit 5 Euro davon zweimal ansparen. Nach 3 Wochen hat Yasin sein Taschengeld dreimal erhalten und konnte damit 5 Euro davon dreimal ansparen. Nun ist es einfach. Nach 8 Wochen hat Yasin sein Taschengeld 8 Mal erhalten und konnte damit 5 Euro davon 8 Mal ansparen. Schauen wir uns nun das Geburtstagsgeld an. Zum Geburtstag hat er einmalig 30 Euro erhalten, also hat er auch schon nach 0 Wochen ganz am Anfang 30 Euro drinnen in der Sparbüchse. Nach einer Woche erhält er nichts noch zusätzlich zum Geburtstag dazu. Das heißt, sein Geburtstagsgeld verändert sich nicht. Daher können wir in der gesamten Spalte für sein Geburtstagsgeld 30 Euro eintragen. Um das gesamte Geld in seiner Sparbüchse zu sehen, müssen wir nun nur mehr die beiden Werte zusammenzählen, also addieren. Ganz am Anfang, nach 0 Wochen, hat er 0 plus 30, also 30 Euro in seiner Sparbüchse. Nach einer Woche hat er 5 mal 1 plus 30, also 35 Euro in seiner Sparbüchse. So geht das weiter. Ich brauche diese beiden Werte immer nur addieren. Und schon komme ich auf mein Gesamtergebnis. Nach 8 Wochen hat Yasin 5 mal 8 plus 30, also 70 Euro in seiner Sparbüchse. Nun, wie hängt das Geld mit der allgemeinen linearen Funktionsgleichung y ist gleich k mal x plus d zusammen? Schauen wir uns dazu an, wie wir gerade das Geld in der Sparbüchse nach 8 Wochen berechnet haben. Wir haben 5 Euro, die Yasin wöchentlich spart, mit der Anzahl der Wochen multipliziert, mal 8. Dazu kamen 30 Euro Geburtstagsgeld. Insgesamt also 70 Euro nach 8 Wochen in seiner Sparbüchse. 70 entspricht unserem y, unserem Ergebnis, also den Werten in der rechten Spalte hier, die y-Spalte. X entspricht der Zeit, also den Werten in der linken Spalte, 0, 1, 2, 3 bis 8 Wochen. Diese Werte finden wir auch in der Spalte mit dem gesparten Taschengeld, denn wir haben das Geld, das Yasin wöchentlich dazulegt, immer mit der Zeit 0, 1, 2, 3 bis 8 Wochen multipliziert. K entspricht dem Geld, das Yasin wöchentlich spart, also 5 Euro. D entspricht dem Geld, das Yasin nur einmalig erhält. Das war das Geburtstagsgeld, also 30 Euro, unser D. Um zur sogenannten Funktionsgleichung unseres Beispiels zu kommen, müssen wir nun in die eingekastelte allgemeine Funktionsgleichung unsere Werte für k und d einsetzen. K war 5 und d 30. So kommen wir sehr schnell auf die Funktionsgleichung y ist gleich 5 mal x plus 30. Lineares Wachstum setzt sich immer zusammen aus einer Größe, die gleich bleibt,
Das war bei uns das Geburtstagsgeld, nämlich 30 Euro. Die andere Größe, aus der sich das lineare Wachstum zusammensetzt, das ist eine Größe, die sich verändert, mehr oder weniger wird. In unserem Beispiel war es das Geld, das Yasin wöchentlich dazugibt, also 5 mal der Anzahl der Wochen bzw. k mal x oder x mal k. Eine veränderliche Größe. K nennt man auch Wachstumsfaktor. Zeichnen wir nun noch unsere Ergebnisse in ein Koordinatensystem ein. Dazu habe ich hier die beiden blauen Spalten unserer Tabelle übernommen. Das ist unsere sogenannte Wertetabelle, in der man ablesen kann, wie viel Geld nach einer bestimmten Anzahl an Wochen vorhanden ist. Die Zeit, das waren unsere X-Werte, das Geld, unsere Y-Werte. Im Koordinatensystem ist das hier unsere X-Achse und das unsere Y-Achse. Nun kann ich unsere Ergebnisse als Punkt in das Koordinatensystem einzeichnen. 0 auf der X-Achse und 30 auf der Y-Achse, unser erster Schnittpunkt. Das Geld, das Yasin nach 0 Wochen in seiner Sparbüchse hat. Der zweite Punkt, 1, 35, also 1 auf der X-Achse und 35 auf der Y-Achse. Das Geld, das Yasin nach einer Woche in seiner Sparbüchse hat. Ich zeichne auch die weiteren Punkte in das Koordinatensystem ein. Wir haben dann noch einen Punkt hier für 8 auf der X-Achse und 70 auf der Y-Achse. Nun verbinde ich alle diese Punkte. Und wir erkennen, dass sich diese Punkte durch eine Linie verbinden lassen. Deshalb heißt das Ganze auch lineares Wachstum. Das Ganze wächst linear, es kommt immer derselbe Wachstumsfaktor k, nämlich 5 Euro, dazu. Wo man dieses k und auch das d jetzt im Koordinatensystem erkennen kann, das erkläre ich dir im nächsten Video. War dir bis hierher alles klar? Wenn ja, dann ab zum Basic-Video. Wenn nicht, dann schau dir dieses Video nochmal an.